grüß euch. Jetzt bin ich in Deutschland. Nächstes Zollamt Schwarzenberg. Haben Sie irgendwelche illegalen Substanzen zu verzollen? Der hat was, den holen wir sich. Selbstauslöser? Ja, bei mir hängt der Ranzen aus, das passt perfekt. Wahnsinn, genau so soll es sein. Das beschreibt unsere Situation immer wieder genauso, wie es ist. Also professionell ausschauen tun wir immer. So, den Lüftungsschlitz machen wir gleich auf, weil ich weiß, dass er wieder zum Schwitzen kommt. Ich jetzt wieder. Aber ich geh schon dran, Richard. Hallo, servus, grüß euch, willkommen beim neuen Video. Euch. Heute bin ich wieder mal mit Richard unterwegs. Einige von euch werden ihn sicher kennen, das ist mein Klettersteig-Buddy. Endlich wieder mal vereint. Natürlich kommt genau jetzt Auto vorbei. Wir haben uns da heute am Blöckenstein auf, Schnee wandern. Also, seid gespannt und kommt mit. Ein bisschen Batschert bin ich noch, aber das wird schon. Was ist denn? Hey, ich muss ja jetzt keinen dritten Möckel aussehen da hinten. Hm. Aber nur, dass er da oben fliegt, fertig. Ein Hermani außer Rand und Band muss ausfallen. Tut's. Danke. Wir sind startklar. Und ab geht's. Ja, so viel ist schon gemütlicher zum Filmen. Ah, schaut's her. Wo wir da heute unterwegs sind schon wieder. Erst einmal Schnee. Einige werden sicher wissen, wo ich da bin. Und zwar war ich da letztes Jahr mit dem Max und mit dem Thomas auf einem Overnighter da oben. Wir haben vor, dass wir auch das Platz, wo wir übernachtet haben, vorbeischauen, zwecks der Nostalgie. Ehrlich. Einfach traumhaft sind wir. Ein bisschen Winterfeeling kommt schon auf. Ja. Da sieht man es eh, was wir vorhaben. Blöckenstein. Ich keuche jetzt schon wieder. 20 Kilometer rauf und ich keuche jetzt schon wieder. Da kann schon wieder was werden da. Geh mit Richard Schneeschuhe wandern, haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Er zieht der Joss aus der V, haben sie gesagt. Das ist lustig, haben sie gesagt. Na, halt, gib Gas. Aber vom Gas. Richard. Ich weiß, du warst jetzt länger nicht unterwegs. Ich bin übermotiviert. Hört sich das? Wie ich keuch, der Richard schnauft nicht einmal. Die ist wahrscheinlich noch kalt, oder? Nein, es passt. Es ist angenehm. Ja, da haben wir schon das erste Hindernis. Colorado River überqueren wir jetzt, meine. Ich sehe nicht einmal, was mein Brünn schon wieder anrennt. Schauen wir mal, wie sich der Mani ausstellt da bei der Überquerung. Mit dem riesen Flussbett da. Ja, ey, hörst du nicht an, was ist denn? Ganz, ganz elegant, bloß da ohne Zwischenfleisch. Super, Mani. Lernt vom Besten, ne? Ja. Ja! Schneedusche. Schneedusche, ja. Jetzt bist du munter. Es ist alles nichts. Ich muss mir die Augen aussehen. Ich rieche noch. Wie ist denn dein Rucksack so voller Schnee? Zack. Trinke ich noch gleich einen Schluck. Summer Breeze, das passt gut. Summer Breeze im Winter. Geht direkt ins Blut, gell? Schießt direkt ein. Weil es gehört nicht einmal mir, es gehört meiner Freundin. Tut mir leid, Schnucki. So, haben wir jetzt alles. Weiter geht's. Was sagt's eigentlich zu meinen Hauben? Schaut mal, die hat sogar Funktion. Wo ist es da? Blaulicht. Ist eingeschaltet. Blaulichteinsatz, ja. Tatütata. Die Bergrettung ist da. Nicht. Mit Rudolf. Ich war da heute auch das erste Mal meine Schneeschuhe in Verwendung. Sag ich noch ein ganz Fazit dazu. Beziehungsweise der Richard, weil der hat die schon länger. Ein gescheiter Materialtest, ja, für die Schneeschuhe. Weil man sieht da eh, da mitten im Wald ist noch nicht so viel Schnee. Und da geht man richtig da so auf dem Geröll
auf die Stange so dahin. Wir demontieren jetzt da die Schneeschuhe, aber es geht aber eh ganz leicht, wenn man einfach so macht. Und dann gehen wir da raus. So, so geht das Ganze einfacher. Der Stickel da im Wald. Und nochmal gescheiter. So, jetzt müssen wir gleich da an der deutschen Grenze sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da vorne ist. Besuchen wir kurz die deutschen Zuschauer. Ich mache kurz einen Schritt über die Grenze. Und wenn ich sagen kann, ich war bei euch. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für Manuel. Komm, so. Grüß euch. Jetzt bin ich in Deutschland. Haben wir irgendwas? Das ist ein Zoll wahrscheinlich. Nächstes Zollamt Schwarzenberg. Ja, nein, aber da gefällt es mir nicht. Ich will wieder nach Österreich, das ist schöner. Fiert euch. Ah ja, nein, da ist die Luft gleich viel besser, Richard. In Österreich. Ja. So klar. Und viel mehr Schnee. Und viel mehr Schnee, stimmt. Das ist ja mindestens 20 cm Unterschied. Da haben wir jetzt auch gleich eine Schutzhütte. Oder ist das das Zoll, der Zollamt? Schauen wir mal rein da. Dass ich so eine Erinnerung habe, da ist richtig ranzig da drin. Ja, schau dir das mal an. Ja. Lauter Dreckschweine. Ja. Unglaublich. Können nicht einmal einen Dreck mitnehmen. Das ist ja richtig schön da zum Übernachten. Mhm. Aber ja. Wenn es nicht so ausschaut, wie es ausschaut. Ja. Also, Ofenöffnung. Eine überschreitet die Grenze von Österreich nach Deutschland. Wo ist denn da jetzt das Schnee überkommen? Haben Sie irgendwelche illegalen Substanzen zu verzollen? Der hat was, den holen wir sich. So, wir haben uns entschlossen. Nach dem Waldstickel, jetzt kommt da keins mehr. Wir ziehen uns die Schneeschuhe jetzt wieder an. Und der Basis ist auch für mich. Der Riecher braucht eh keine Ui. Und das ist eindrucks. Wenn man gedreht und schon bin ich drinnen. Zack, und weiter geht's. Ich liebe diesen Verschluss. Machen wir eine kurze 180 Grad Drehung. Damit ihr das mal ein bisschen mitkriegt, da, wie schön das da eigentlich ist. Leider haben wir keinen Ausblick, wobei wir erhoffen uns dann am Gipfelkreuz einen Ausblick. Ich war jetzt schon zusammen da herum, habe das leider noch nie erlebt, dass da herum der Nebel weg ist. Wir sind jetzt eben dann am Grat um, dann geht es nicht mehr bergauf, sondern nur mehr gerade dahin bzw. bergab. Dann ist die Keicherei zu Ende. Richard, was sagst du? Zwischenfazit? Ja. Lässig ist. Wenig frequentiert heute. Ja. Wir haben echt einen guten Tag erwischt. Keiner da, alle einkaufen. Also man fährt mit der Zahnradbahn auf dem Schafberg. Da kommt ein bisschen über Rente. Haben wir die Hälfte, meine ich? Ja. Gefühlt ja. Schon, oder? Da oben ist jetzt dann der Grenzstein. Da sind wir dann am Dreiländereck. Ja. Ja, auf geht's. Ich muss eine Pause machen wegen Richard da. Ja. Ja, nicht mehr kann. Aber es ist kein Problem, Richard. Ich warte eh auf dich. Schon geil, mit dir meine ich da nicht so viel Rücksicht. Also. Ja, danke. Das ist. Ja, das staubt mir, dass dir das auffällt. Wenn ich wieder nicht kann nach 100 Meter, wartest du auf mich. Ja, aber wisst ihr, da sieht man wieder mal, dass bei uns in Österreich einfach am schönsten ist. Schaut her. Ich zeige euch was. Österreich. Ja? Schaut so aus. Wunderschön, ja. Voller Bäume. Dann da drüben, alles karg, sind wir bei den Tschechen. Ja. Alles karg. Und am schiersten ist eigentlich bei euch in Deutschland. Da. Bundesrepublik Deutschland. Bei euch ist es eigentlich am schiersten. Muss man sagen. Ja. Das kann man ruhig so ansprechen, wie es ist. Und wir wandern da jetzt weiter Richtung Blöckenstein auf. Und da hinten haben wir auch wohl übernachtet.
schauen wir mal, ob wir das noch finden. Machen wir vielleicht noch ein Erinnerungsfoto da und dann geht's für uns weiter. Selbstauslöser. Da machen wir drei Fotos. Ja, schauen wir mal, ob das was geworden ist. Ja, bei mir hängt der Ranzen aus, das passt perfekt. Wahnsinn, genau so soll es sein. Ja, du lachst, ich schaue auch traurig rein, das passt. Das beschreibt unsere Situation immer wieder genauso wie es ist. Da, ich zoome mal rein. Da wo der tote Baum ist, da. Genau dort haben wir übernachtet letztes Jahr. Da war aber viel, viel mehr Schnee und viel mehr Wind. Schöne Grüße an Max und an Thomas, was ihr das Video seht. Ihr könnt euch sicher noch erinnern, wie es da gewütet hat. Dann schauen wir mal kurz hinten. Da hinten schon geil rein. Ich hoffe, das hat man ja, die Schneeschuhe. Oder war das da? Sicher. Ja! Ja! Genau da! Ja! Geil! Genau da! Vielleicht blendet ihr euch einmal ein Foto ein. Oder einen kurzen Ausschnitt. Da haben wir das Tab aufgehängt. Da haben wir mich abgekommen. Da drüben haben sich der Max abgekommen. Geil! Da waren wir nämlich windgeschützt. Wegen den Bäumen. Ganz genial, ja? Genau da. Geil. Jawohl. Schöne Grüße nochmal an Max und an Thomas. Jo. Fritzi? Also da bist. Von wo kommst denn du jetzt? Ja, mir habt's vergessen da letztes Jahr. Was? Ich hab was gehört und hab mich ausbuddelt. Jetzt die Zeit da bin ich. Aber ich bin eh frisch geblieben, oder? Ja. Für den Alter schaut's gut aus. Danke. Dann schaut euch das einmal an, wie geil das ausschaut. Kommt das die Kamera ein? Ganz genial, oder? Walking in the winter wonderland. Na 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 na. Es ist einfach so traumhaft. Wirklich, ich kann euch das nur ans Herz legen. Wenn ihr sowas noch nie gemacht habt und mit den Gedanken spielt, ob es nicht einmal im Winter so eine Tour startet. Es muss ja keine Übernachtungstour sein. Ja. Bei uns ist es heute leider auch keine Übernachtungstour. Wir beide heute noch Weihnachtsfeier haben am Abend. Aber die wird es bald geben. Ich bin schon heiß drauf. Ja, zurück zum Thema. Besorgt euch solche Schneewanderschuhe, Schneeschuhe und macht es. Wirklich. Man, blickt euch einmal um. Es ist traumhaft schön. Ja, das kann jeder machen von euch, was normal wandern geht. Einfach raus und machen. Einfach das Leben genießen. Es hat so viel zum Bieten da draußen. Ja, ich bin nicht der Sportliche, wie ihr wisst. Ich habe halt einen Bauch. Ja. Ich sage es immer wieder in meinen Videos. Aber mich stört er nicht. Ich kann das trotzdem machen. Ich isse halt einfach gerne. Kurze Trinkpause, ich habe mir nämlich einen Tee mitgenommen in meiner Thermoskanne, in meiner kleinen. Ich bin gespannt, ob der noch warm ist, weil den haben wir gestern am Abend gemacht. Ja, ist noch warm. Boah, ist sogar noch heiß. Ja, ist noch kalt. Prost auf euch! Ich sag das, mir wird kalt. Mir wird kalt, dann schickst du noch die Jacke noch. Wein könnte meine auch anziehen. Das haben wir nämlich vorher gedacht. Da oben ist halt der Wind, gell? Ja. Den Riegel probiere ich jetzt auch noch. Ich bin nämlich ja, sehr leicht beeinflussbar von Werbung und momentan ist ja das in aller Munde. Selber wenn wir das Weite machen, Werbung für Y-Food. Das kriegt natürlich von mir die Werbung. Probiere ich heute zum ersten Mal das Müsli vom Y-Food. Ich mache keine Werbung für die. Ja. Ja, und das ist ja umstritten, sage ich mal, die Marken bei uns in der Autoszene. Ich werde es einfach mal probieren. Ja. Und zwar ist es Coconut Shop, würde jetzt der Knossi sagen. I want the coco.
Coconut and White Chocolate. Schauen wir mal, ob es genauso einfällt wie beim Knossi. Wie schmeckt es? Ja. Machst du ein Stück, kannst du mal probieren? Was ist das? Protein? Nein, einfach ein Riegel. Nahrungsergänzungsmittel. Reich an Protein und Ballaststoffen, Mineralien, Vitamine, alles wieder ein wenig. Weiter geht's, sonst kühlt man der Richard aus. Die dicke Jacken. Hm? Der hat jetzt die ganz dicke Jacken schon. Okay, also Luft nach oben gerne nicht mehr. Nein. Ich hätte noch einen Pullover mit, und so auch Richard. Ich glaube, den brauche ich nicht. Na, gleich geht's. Auf. Auf. Ich bin immer weit. Dann sieht man es wieder nicht. Da drüben ist unser Ziel. Ah, jetzt fahren wir wieder die Nebelsocken drüber. Ja. Schön sind der Böhmer Wald. Kipfelkreuz. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind am Ziel angekommen. Da oben. Das kleine Marmorstich. Das ist natürlich, da ist das Kreuz. Wir haben den österreichischen Mount Everest. Ausschauen tun sie eh so. Aber sie das Gipfelkreuz so ausschauen. Schaut sicher, glaube ich. Der Wind geht auch gescheit da herum. Aber ich glaube, das hört man nicht auf der Kamera, weil der Wind bauscht drum. Da sieht man leider nicht, ob ich nach Österreich oder in die Tschechei sieht man. Richard, hau dir auch auf, da für ein Selfie. Ein Felsi machen wir. Ein Felsi? Felsi, wir sind am Felsi. Ein Selfie am Felsi. Richard, wir haben es geschafft. Jawohl. Aber war gar nicht so schwer. Nein. Hat noch wild ausgeschaut, aber es ist halt so wild. Ist ein Bord eingefahren, Richard? Ja, ein bisschen. Fazit von der Tour, Richard. Ja. Ich meine, beendet ist für uns eh noch nicht, aber für die Zuschauer ist es da beendet, weil das runtergeht, das ist nicht mehr interessant, das zeigen wir euch nicht mehr. Frisch ist, schön frisch gegangen. Ja, wir haben Schnee gesehen, ein bisschen ja, Weihnachtsfeeling. Die ersten, einer der ersten in Österreich. Ja, Weihnachtsfeeling. Und wenig Leute unterwegs noch. Sehr wenig, ja. Schöne Tour auf jeden Fall, so eine schöne Kulisse. Ich weiß auch nicht, wo es so eine schöne Kulisse gibt. Weil auf jeden Fall zum Empfehlen. Ja, sollte man machen. Für Anfänger, super geeignet. Ja, ist keine schwere Tour überhaupt. Ach so, stopp. Können wir eigentlich schon verraten. Der Richard und ich haben vor, dass wir Silvester irgendwo draußen am Berg pennen. Hätten wir vor, ja. Hätten wir vor. Genau. Schauen wir, ob es wirklich so wird. Mhm. Aber wir müssen sich nur überlegen, wo. Wo, genau. Aber es ist auch eine coole Aktion. Irgendwo werden wir sie verschanzen. Ja. Es ist zumindest kein Wasser da, wo ich reinfallen kann. Achso, ja, steht da auch was, gell? Ja. Kannst du mich geben, ich filme dich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Meistens passiert dann irgendwas. Rudolf, das rennt hier dann ab. Achso, siehst du, weißt du, was ich ja gesagt habe? Ich habe gesagt, dass ich noch kurz irgendwas sage zu den Schneeschuhen. Können wir vielleicht noch kurz besprechen. Richard, du hast das eh schon lang. Was sagst du zu den? Das sind meine ersten und sind, finde ich, top Schneeschuhe. Also haben einen Schnellverschluss, Bohrverschluss, sehr robust, habe schon viele Touren mitgemacht. Aber wenn man mal über ein paar Steine drüber steigt, da verbiegt sich nichts, da bricht nichts. Und vor allem haben sie einen sehr guten Halt. Auch wenn man in Schräglagen geht, man rutscht seitlich nicht weg. Da sind seitlich so Harscheisen drinnen. Und wie man sieht, da hinten auch. Aber wenn man seitlich geht, nicht weggerutscht. Die sind halt nicht ganz günstig, muss man sagen. Aber
wenn man sich in irgendeinem Angebot erwischt, dann auf jeden Fall zuschlagen, der was sich solche Dinge zulegen will. Entweder Vorsaison oder Nachsaison. Ich glaube, sie werden sich dann ab Jänner schon wieder runter reduzieren. Weil schon jeder schon gekauft hat. Jetzt werden sie wahrscheinlich sehr teuer sein. Ja, ich habe die gestrige Version. Ich habe schon 100 Mal gesagt, dass ich einfach zu dick bin. Noch, ja, ich bin auf die. Ja. Nein, ich bin wirklich zufrieden mit den Dingen. Ja. Werd's öfters noch sehen in dem Winter Touren mit dieser Schneeschuhe und wir hauen uns jetzt einen Abstieg. Ja. Nur mal in diesem Sinne, viert euch.